Da ist es. An der Fassade dieser Ruine befindet sich ein weiteres Symbol der Wächter. Ich hab's gewusst. Also ich hoffe, das ist es wert. Das hoffe ich auch. Wenn dieser Plan nicht funktioniert, dann... Die Wächter sind bestimmt in dem Gebäude im Norden. Ich muss dorthin. Gut, dann laufen wir da auf die... Oha. Wie gruselig. Es brennt und sie hat Angst vor Feuer, ne? Da müssen wir uns beeilen. Da komme ich unmöglich durch. Aber wir müssen da doch hin. Das Wächtersymbol an der Fassade muss ein weiterer Hinweis auf mein Ziel sein. Aber wie komme ich dorthin? Da komme ich unmöglich durch. Müssen wir mit der Tür hier versuchen zu interagieren? Ob wir vielleicht da reinkommen und das Auto noch fahren könnten? Ich meine, es ist ein Traum. Sollte möglich sein, oder? Ja. Ja. Ah ne, sie versucht tatsächlich wieder, das zu bewegen. Es bewegt sich keinen Millimeter von der Stelle. Mit dem Teddy können wir da auch nicht was machen, ne? Oh, was war da gerade? Handbremse. Ja klar, die Handbremse ist bestimmt angezogen. Jetzt sollte sie es schieben können, oder? Ja, na hallo. Sehr gut. Oh. Gut, und jetzt das Lüftungsgitter einmal aufmachen. Vielleicht ohne Hilfsmittel bekomme ich das nicht auf. Aber wir haben nur ein Plüschtier. Es tut mir leid. Mit der Kamera wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Hätten wir noch irgendwie eine Stange? Also ich bin ja immer für... Komplett zugeschüttet. Ohne Bagger ist da nichts zu machen. Ich bin für das Schild, ehrlich gesagt. Aber das scheint hier auch nicht zu funktionieren. Könnte man... Wow, wie viele Stellen gibt es hier dann? U-Bahn-Eingang, Balkon. Zum Glück stand ich da nicht runter. Kann man da dran was machen? Jetzt lasse ich Nina extra so weit laufen. Hoffentlich lohnt es sich. Hier ist eine lose Stange des Metallgeländers. Ah, perfekt. Die brauchen wir 100 pro hierfür, ganz genau. Was waren nochmal die anderen Hotspots? Oh Nina, du darfst ruhig weiterlaufen. Feuer... Straße. Feuer ist bestimmt keine gute Idee. Plakat. Was ist das für ein Plakat? Das Ende der Welt ist nah. Können wir noch einen Steinhaufen mitnehmen? Vielleicht brauchen wir erst genug in den Trümmern gewühlt. Ach so, möchte sie nicht. Okay. Da oben ist auch nur die Ruine. Okay. Gut, nee, dann machen wir das eben kurz. Zur Not können wir ja dann immer noch wieder hochgehen, falls es überhaupt möglich ist, aber wir versuchen es einfach. Bis jetzt. Damit müsste es sich anheben lassen. Ja. Ich bin einfach auch gespannt. Ich möchte wissen, was es jetzt knapp zwei Minuten. Oh, oh. Mit den Wächtern auf sich hat. Furchtbar. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das sieht schon krass aus. Hier müsste es auch einen Hinweis geben, ne? Ich glaube nicht, dass ich mich da drin näher umschauen möchte. Warum nicht? Die Waggons sind offenbar komplett ausgebrannt. Kommen wir da am besten durch? Hier ist der Ausgang. Hier kann man nichts machen. Da nicht. Da oben. Wir haben da nur den Bus. Nur ein paar Kabel und Rohre verhindern, dass der Bus in den U-Bahn-Schacht stürzt. Ich komme da nicht ran. Okay. Versuchen wir damit? Dadurch wird der Bus nicht mal wackeln. Echt nicht? Und den Teddy? Dadurch wird der Bus nicht mal wackeln. Doch, die Kamera, aber die wäre mir zu wertvoll. Dadurch wird der Bus nicht mal wackeln. Okay, also müsste das ja hiermit passieren. Ich glaube nicht, dass ich mich da drin näher umschauen möchte. Ja, aber wir müssen wahrscheinlich dieses Teil irgendwie hochkriegen, ne? Wüsste aber jetzt... Oh, Persie, was ist das hier? Benzin? Aus dem Tank des Autos läuft Benzin. Das sollte ich lieber sein lassen. Da könnte man eigentlich Feuer machen. Wir hätten dann noch hier... Was ist hier? Tablet-PC. Ist das alles, was von unserer modernen Welt am Ende übrig bleibt?
Ein verkohltes Stück Hightech? Nimm mal mit. Können wir damit vielleicht das bewerfen? Warte mal, was war hier? Auto. Dadurch wird der Bus nicht mal wackeln. Auch nicht. Dadurch wird der Bus nicht wackeln. Aber wodurch wird der Bus wackeln? Wodurch wird der Bus wackeln? Ich bin für die Feuervariante. Ah, hier ist noch ein Damenschuh. Der Schuh ist stark verbrannt. Ich hoffe, den hatte dabei niemand an. Nimm mal mit. Man könnte theoretisch vielleicht irgendwie den, zum Beispiel das Plüschtier nehmen und in Brand setzen und dann das hier, den Benzin anmachen. Wäre das eine Idee? Dadurch wird der Bus nicht mal wackeln. Weil die anderen Sachen funktionieren ja anscheinend nicht. Ich probiere das jetzt einfach, ob das gehen würde. Mein Gewissen sagt mir, dass es falsch ist, etwas zu verbrennen, das mal der beste Freund eines kleinen Kindes war. Außerdem ist der Teddy schon ganz schön verkohlt. Dürfte also ohne Brandbeschleuniger nur sehr schwer Feuer fangen. Ach, schade. Weil das wäre jetzt meine Idee gewesen. Den Schuh können wir nicht da verbrennen und auch nicht das Ding. Was machen wir denn damit? Der Schuh ist stark. Ist das alles, was von unserem... Können wir hier noch was machen? Gibt es eigentlich jede Menge Hotspots? Auch mit dem Plakat. Können wir nicht das Plakat abnehmen? Dann können wir nicht... Da werde ich ganz sicher nicht durchgehen. Ja, ich verstehe das, Nina, aber... Was ist dahinter? Da komme ich unmöglich durch. Da kommt sie nicht durch. Da oben will sie nichts machen. Was wohl die Ursache für diese Verwüstungen ist? Ein weiteres Symbol der Wächter ist bei der... Hier ist der U-Bahn-Eingang. Komplett zugeschüttet. Ohne Bagger ist da nichts zu machen. Das hatten wir auch schon alles. Mit dem Balkon hatten wir schon. Hier oben wieder die Straße. Und ansonsten, hier ist das Zeichen, die Ruine. Kann das nicht länger aufleuchten? Ich bin die ganze Zeit hier schon paranoid, ob ich doch noch was verpasse. Gibt es hier beim Balkon noch was? Zum Glück stand ich da nicht drunter. Das heißt, ich muss irgendwie mit den Sachen, die wir jetzt haben, interagieren. Der Schuh ist stark verbrannt. Ich hoffe, den hatte dabei niemand an. Ja, das ist so unangenehm. Können wir mit dem Schuh vielleicht hier... Das Plakat macht mich auch ganz... Anscheinend nicht. Geh mal runter wieder. Was, wenn ich mit hier den Schuh mit Benzin... Nee, auch nicht. Auch nicht. Plüschtier? Aha, okay. Also war meine Gedankenführung gar nicht so schlecht. Der Teddy ist mit Benzin getränkt. Jetzt gehen wir den ein bisschen anfackeln. Auch wenn sie es nicht wollte, es tut mir leid, Lina. Wir haben nicht groß eine Wahl. Der benzingetränkte Teddy brennt bestimmt prima. Und deshalb sollte ich ihn dabei keinesfalls in bloßen Händen halten. Vielleicht in den Schuh stecken? Nee, will sie nicht. Mein Gott. Ich hoffe, dass diese Aktion mindestens die Welt rettet. Okay, ehrlich gesagt, das ist wirklich sehr makaber. Kinder, macht das nicht nach. Das ist echt nicht schön. Aber es sollte funktionieren. Ja, oder? Ja, brennender Bär. Oh, aua. Es tut mir leid. So, und dann machen wir den hier. Anzünden und schnell in Deckung gehen. Genau. Wow. Oh, das ist cool animiert. Vielversprechend. Können wir jetzt da durch? Ich glaube nicht, dass ich mich da drin näher umschauen möchte. Ja, Nina. Wozu haben ich wir das Ich werde gemacht? Im Wrack des ausgebrannten Busses nach oben klettern. Ach so. Durchhalten, Nina. Ich glaube an dich. Ich auch. Eine Minute. Oh. Dort steht einer von Ihnen. Aber was macht er hier auf dem Dach? Hallo? Hören Sie mich? Na toll. Ich weiß, wozu Soll der Schuh da ist. Soll ich vielleicht durchs Feuer über den Abgrund springen?
Früher wäre ich an dieser Stelle aufgewacht. Aber diesmal muss ich einen Weg finden, das Feuer zu überwinden. Ich bin dafür, dass wir den Schuh auf ihn werfen und dann dreht er sich um. Nein, schade. Es wäre eine Möglichkeit, ein Drahtseil. Das Drahtseil sollte wohl ursprünglich die große Werbetafel stabilisieren. Ja, wie wär's denn? Ich bin nicht stark genug, um das Schild umzuwerfen. Weil du brauchst es ja eigentlich nur ziehen, oder? Gibt's hier noch was? Eine Kabelrolle? Eine Rolle mit einem dicken Drahtseil. Ein Stück vom Drahtseil ist abgerissen. Ich nehm's mal mit. Können wir damit was machen? Oder vielleicht so? Okay. Ich hab's festgebunden. Und dann nehmen. Und was soll ich nun mit dem losen Ende tun? Vielleicht irgendwo hier. Ah, Fahrstuhl. Klingt gut. Aber wie geht er automatisch an? Ich hab's am Umlenkrad festgebunden. Müssen wir das ja irgendwie betätigen? Ich fürchte, der Motor hat seinen Geist aufgegeben. Könnte man draufschlagen? Nein. Gewalt keine Lösung? Hiermit auch nicht. Die Mechanik selbst scheint intakt zu sein. Die Mechanik? Ich fürchte, der Motor hat sein. Das Drahtseil verbindet den Fahrstuhl mit dem Werbeschild. Mit dem Werbeschild? Das. Was haben wir hier? Geht's nach unten? Und was ist hier, Nina? Geh mal zur Seite, bitte. Ein Handrad. Natürlich, wenn die Mechanik damit kann funktioniert. Man den Fahrstuhl in Notfällen manuell bewegen. Und wenn das hier kein Notfall ist, weiß ich auch nicht. Das macht auf jeden Fall Sinn. Mach das mal bitte, Nina. Los geht's. Ja. Wir haben es fast geschafft. Sehr gut. Es ist, wird bestimmt brennheiß, ja, aber... Bereiten Sie den Defibrillator vor. Schnell! Geschafft. Du bist gekommen. Ja, ich muss wissen, wie ich euch finden kann. Wer seid ihr? Warum tut ihr das? Wieso wollt ihr uns vernichten, wie all die Zivilisationen zuvor? Das Fermi-Paradoxon. Das Universum ist Heimat von 100 Milliarden von Galaxien. Folgst du der Logik deines Verstandes und der Mathematik, muss es Myriaden von intelligenten Zivilisationen geben. Aber nie gab es ein Zeichen, keine Form des Kontaktes. Ja, weil die Entfernungen zu groß sind. Und was hat das alles mit Pi zu tun? Intelligentes Leben breitet sich exponentiell aus. Die Milchstraße müsste also innerhalb von wenigen Millionen Jahren kolonialisiert sein. Und? Ich verstehe nicht. Die Maschine... Ja? Sie... Sie? Was? Pi... Oh, wir waren so nah dran. Wo ist er? Nina, du bist zurück. Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Warum hast du mich schon zurückgeholt? Nina, du warst 3 Minuten klinisch tot. Ich muss zurück. Der Wächter, er wollte mir was Wichtiges sagen. Was? Wozu man diese Maschine braucht. Die Zahlen, die er in den Staub geschrieben hat. Max, schnell! Ich brauche was zum Schreiben. Einen Moment. Okay. Könnte es sein, dass vielleicht, weil er davon geredet hat, dass normalerweise dann sich die alle ausgebreitet hätten in der Milchstraße, aber das ist ja nicht der Fall. Das heißt, irgendetwas muss sie ja daran hindern, dass vielleicht die Maschine dazu da ist, um das alles aufzuhalten? Und dass das gerade kontraproduktiv ist, was sie machen? Oder ist es genau andersrum? Dass die Leute erledigen wollen, bevor irgendwas passiert? Eins von beiden, oder? Okay. Was zu schreiben, ne? Wollte sie haben? Hier beim Computerterminal vielleicht? Ein Computerterminal. Terminal. Ich kann das nicht mal richtig aussprechen. Hier werde ich nichts finden, womit Nina etwas notieren könnte. Gibt's denn hier einen Schreibtisch? Da sollte es was geben. Da liegt jede Menge Bürokram rum. Ja, perfekt. Perfekt. Ich nehme mal ein Blatt Papier und einen Stift an mich. Genau. Ganz gemütlich, Max. Ganz langsam. Es ist ja nicht so, dass Nina pro Sekunde Wörter vergisst. Hier, Zettel und Stift.
sehen aus wie Koordinaten. Das sind Längen und Breitengrade. Haben Sie hier einen Internetzugang? Was ist das für eine Frage? Das World Wide Web entstand 1989 genau hier im CERN. Wussten Sie das nicht? Dort drüben ist ein Terminal. Okay, also können wir jetzt... Nina hat Zahlen auf den Zettel geschrieben. Also geht die nächste Reise los, ne? Wir sollen zum Terminal, hat sie gesagt. Das ist das Terminal. Bingel. Süß. So, jetzt gehen wir die Koordinaten. Bin gespannt, ob meine Vermutung stimmt. Jetzt bin ich aber gespannt, wo wir da landen. Wo ist das denn? Okay. Eine Insel? Santorin, um genau zu sein. Santorin? Es kommt mir so bekannt vor, Santorin. Santorin. Waren wir da nicht schon mal? Oder bin ich wieder ganz falsch? Oh, voll schön. Ich liebe Inseln. Und Wasser. Also auch noch unter Wasser irgendwo. Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Mm. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieser Aufgabe versuchen. Trauen Sie sich das zu? Nein, immer noch nicht. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Die Sicht beträgt keine 10 Meter und jederzeit kann uns ein Felsbrocken aufs Dach fallen. Das muss die Stelle sein, zu der mich der Wächter führen wollte. Wenn man sich Santorin als Kreis vorstellt, ist genau hier der Mittelpunkt. Und wenn Sie sich irren? Immerhin warst du bis oben hin vollgepumpt mit Betäubungsmitteln. Fahr einfach weiter und vertrau mir. Okay. Also muss ich hier irgendwie durch? Ist das jetzt irgendwie eine Art Labyrinth? Ja. Kommt sie da durch? Ach, hier müssen wir irgendwie entlang, ne? Okay, dann hier lang. Das war ja easy. Oder auch nicht. Hier geht's nicht weiter, ne? Ha, kommen wir nicht rüber. Doch, kommen wir. Was ist das hier? Nichts. Ich weiß halt nicht, ob wir... Oder ist das hierhin? Weil sie hat gesagt mittig, ne? Irgendwo mittig hin. Fast zum... Das ist es. Der Mund muss der Eingang zur Basis der Wächter sein. Wie kommst du denn darauf? Intuition, Schatz. Der Mund ist geschlossen, wie du siehst. Muss ein Mann sein. Wenn der Mund mal wieder zu voll genommen hat, dann lass dir mal was einfallen oder muss ich mal alles alleine machen? Könnten Sie mit den Streitigkeiten bitte nach der Eheschließung fortfahren? Wir sollten uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Gut, schauen wir uns hier noch ein wenig um. Vielleicht finden wir etwas, das uns hilft, den Eingang zu öffnen. Okay. Ich habe gedacht, dass wir die ganze... Oh, hier sind Vertiefungen. Hm. 4 Aussparungen, in die man offensichtlich etwas einsetzen muss. Oh no. Also müssen wir dieses gewisse Etwas suchen? Ist das hier sowas gemeint? Lass mich mal schauen. Da sind Strömungen, die sollte ich vielleicht beachten. Wie macht... Ah, hier durch. Ich sehe aber nichts. Was ist hier? Hier findet man auch nichts. Kann man hier durch dieses... Aha. Steinhaufen. Die Brocken kann ich mit dem Greifer problemlos zur Seite räumen. Sieh an, sieh an. Unter den Steinen lag ein grüner Kristall. Sehr gut, dann hätten wir schon mal einen. Wir brauchen 4, ne? Hat sie gesagt. Oder hat er gesagt? Oder sie? Hat es Nina gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ups, er ist verwirrt. Das Gute ist, ich muss nur irgendwo hinklicken und er fährt dann von alleine. Das ist wahrscheinlich dank der Einfachversion des Ganzen.
Oh, hier vorne? Was haben wir? Nee, das sind die Vertiefungen. Hier gab es jetzt nichts. Kann ich hier irgendwie hin? Da hinten ist was. Noch ein Steinhaufen. Da müssen wir hin. Und bestimmt unten links und unten rechts gibt es bestimmt auch welche. Und schon wieder einen Kristall gefunden. Sehr gut. So, Nina und Max, bitte einmal wieder runter. Aber es ist so viel angenehmer irgendwie, einfach nur hier klicken zu müssen. Easy peasy lemon squeezy, oder wie man das sagt heutzutage. Boah, da muss man ganz schön den Umweg nehmen, ne? An der ganz anderen Seite. Aber es sieht voll schön aus hier unten. So ein kleines Höhlensystem. So, einmal hier abchecken. Gibt es hier eine Möglichkeit, irgendwie da hinzukommen? Ist das hier noch ein Steinhaufen? Nein. Oh, hier sieht das ja auch ganz... Kommen wir hier hin? Oder dahin? Boah, ist das so weit hier versteckt. Hier vielleicht irgendwas? Da, da. Sehr gut. Das wäre dann Nummer 3. Und schon wieder einen Kristall gefunden. So, und dann müssen wir komplett auf die andere Seite. Muss sie wahrscheinlich auch von... Komm nochmal von ganz hinten. Ah, hier ist der Steinhaufen. So. Da müsste sie ja jetzt automatisch hinfahren, ne? Ich habe es ja angeklickt. Perfekt. Und schon wieder einen Kristall gefunden. Gut. Es waren ja nur 4. Also hätten wir alle. So, das war ja hier vorne. Hier war die Öffnung. Zack. Und die Nummer 4. Sehr schön. Wow. Nina, du hattest recht. Wie immer. Könnten Sie bitte hineinfahren, Herr Grube? Schaut euch das an. Wow. Solche Ornamente habe ich schon mal gesehen. In Guatemala. Guatemala? Und diese Säulenformation sieht spätrömisch aus. Absolut fantastisch. Diese Anlage muss tausende von Jahren alt sein. Auf einigen der Bilder sind die Wächter zu sehen. Sie werden gefoltert und verbrannt. Was ist damals passiert? Immerhin gibt es hier Rettungskapseln. Die Wächter scheinen vorsichtiger geworden zu sein. Ob die auch funktionieren? Na gut, da die beiden ja wohl beschäftigt sind, werde ich mich wohl selbst um die verschlossene Tür kümmern müssen. Mal sehen, was es mit dieser Konsole auf sich hat. Wow, okay, interessant. Oh, das ist wieder so ein Steampunk-Stil, ne? Ich mag sowas ja voll gerne. Auch hier mal wieder mit Terminal. Bestimmt gibt es hier gleich wieder so ein richtig fettes Rätsel. Okay, aber ich würde tatsächlich sagen, ich würde da dann an dieser Stelle einen Cut machen. Ne? Und da mache ich einfach beim nächsten Mal weiter. Ne? Nochmal mit voller Konzentration. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich hier gut vorangekommen bin. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!